Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit dem nächsten Teil meiner Add-on-Guide-Serie. Heute ein relativ schneller zu einem Castbar-Add-on. Das Castbar-Add-on nennt sich Quartz und ich kann das hier mal eben aufrufen. Wenn ich den Toggle-Bar-Lock einstelle, könnt ihr hier sehen, Entschuldigung, dann werden alle Bars angezeigt, die ich in Benutzung habe. Bei mir ist es in dem Fall nur eine für den Spieler. Ihr könnt aber auch noch alle möglichen anderen Einheiten einstellen. Und jetzt zeige ich euch kurz etwas zur Konfiguration, was ich eben ganz nützlich finde. Wie gesagt, ich habe die anderen Einheiten alle ausgestellt, aber Player ist hier oben, Enable ist an. Ihr per Default schaltet die Blizzard Castbar aus, das ist schon voreingestellt und könnt dann hier Dinge definieren, wie die Größe und ob ihr ein Icon haben möchtet. Ich habe keins. Ich benutze wie bei allen meinen Add-ons als Text Emblem, damit es irgendwie schön gleich und einheitlich aussieht. Minimalist ist die Textur, die ich haben möchte. Auch die könnt ihr frei einstellen, ob ihr einen Rahmen haben möchtet oder nicht. Ich habe den Rahmen ausgestellt. Und was dann für mich ein Traum war, was ich unbedingt haben wollte, ist hier unter GCD angestellt der Global Cooldown mit einem Spark, mit der Spark-Farbe hier in Weiß und einer Höhe von 15. Die habe ich erhöht von der Default-Position, von der Default-Höhe. Die Bar-Position ist Bottom, unten an meiner Castbar dran. Wie das Ganze während des Castens aussieht, ist, ihr seht nicht nur einen Castbar für den Greater Heal, Text in der Mitte angezeigt und die Cast, Text links angezeigt und die Cast Time in der Mitte, sondern darunter immer noch so einen schwarzen Balken, wo sich so ein weißer Spark definiert, ein weißer Spark, den ich vordefiniert habe, bewegt. So, da könnt ihr das sehen. Und das ist eben der Global Cooldown. Ist für mich vor allen Dingen relativ nützlich, weil ich so ein paar Dinge habe, wie hier Machtwort Schild. Ich mache mal gerade den Barlock wieder an, damit nicht oben immer Greater Heal steht. Oder hier mein Prayer of Mending, was zwar keinen Cast erzeugt, aber trotzdem einen Global Cooldown erzeugt. Und damit ich nicht wie wild rumspammen muss oder mich fragen, wann ich denn wieder das nächste Mal casten kann, habe ich eben diesen Global Cooldown angezeigt. Ping, ping, ping. Da seht ihr das. Und für mich eines der nützlicheren oder nützlichsten Castbar-Addons. Andere Anwendungsmöglichkeit wäre zum Beispiel, dass man sich einen freien Castbar für das Ziel definiert, den man irgendwo in die Mitte des Bildschirms haut, für den Fall, dass man eine Klasse spielt, die häufig kicken muss oder irgendwas für die Fokuseinheit. Ihr könnt es für euer Pet machen. Da sind eurer Fantasie kaum Grenzen gesetzt und vor allen Dingen könnt ihr es in der Optik einstellen, in der ihr es haben möchtet und an eine freie Position des Bildschirms, wie die auch immer, welche auch immer euch da gefällt, packen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen und ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert. Bis dahin, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.